Ist es denn schon so spät, dass man in der Stadt eigentlich nichts mehr machen kann, oder ist es nur kleine Mädchen Es spät? ist kleine Mädchen spät, also es ist jetzt, vielleicht 7, halb 8. 20, 20. Stunde, ja genau, also 8. Stunde oder so. Also kleine Mädchen spät auf alle Fälle. Zumindest Okay, wenn man dann 6 können ist. wir ja noch versuchen, unsere Zeltplan oder Gebirgsausrüstung zu kriegen. Ja, also die Märkte haben zwar schon zu, aber wenn ihr einen Meldeläufer oder so das schickt vom Palast aus, dann wird er das auch alles zusammentragen können. Das ist kein Problem. Der klopft dann bei den Leuten und ja, dann bezahlt ihr dann Dukaten mehr oder sowas und dann habt ihr die Ausrüstung, die ihr braucht. Ja, genau. Wenn ihr uns zu dritt in ein Zimmer sperren wollt, sucht mir doch lieber ein Zimmer in einem Gasthaus, wenn ich eins finde. Weil ich schlafe nicht mit Rafim in einem kleinen Raum zusammen. Der ist ja Raum ausgefüllt. Weiß gar nicht, was du hast. Ja, also ich. Rafim ist etwas sperrig. Man kann auch Zulamin und Rafim in ein Zimmer und dann schlaft ihr zu viert dann an dem anderen. Ich weigere mich, mit Boltax im selben Raum zu schlafen. Aber das Ich wird jetzt schlafe gern sehr mit Rafim in schwierig. einem Raum. Auch in einem Bett? Ja, ich bin sperrig, habe ich Ich gehört. würde mir gerne ein Zimmer in einem Gasthaus suchen. Okay, aber mir zieht aus. Was ist mit den anderen? Der Serpentilio Sozialcharakter, meine wollte Damen nicht und mit Herren. Boltax, richtig? Ja. Ja, dann kannst du auch rausziehen. Mit Boltax wird ganz bestimmt nicht rausziehen. Potter schläft vielleicht auf dem Flur draußen, wer weiß. Nach dem Tag, wo er da einschläft. Da ist der Stein so schön kalt. Dann sitzen eine halbe Stunde später Abel, mir und Serpentilio bei einem schönen Glas Rotwein in einem der edlen Gasthäuser. Ah, so ist es doch viel besser als in seinem stinkenden kleinen Raum. Ja, das Leben an Land ist natürlich tatsächlich luxuriöser als das auf See. Ich Ja. weiß nicht, wie ihr das so lange ausgehalten habt. Nun ja, die Umstände. Hier kann man wenigstens ein gutes Glas Rotwein genießen. Ein gar nicht so schlechter Tropfen. Man sollte meinen, es hätte länger gedauert, wieder vernünftigen Wein herzustellen, nachdem die Ironische Halbinsel fiel, aber es scheint so, als wäre zumindest dieser Teil der Kultur erhalten geblieben. Ja, ein erhaltenswerter Teil. Hier Nur auf wird die viel Farbe muss man Gutes. natürlich Acht geben. Der Und auf Wein den ist sehr Geschmack. schwer, möchtet ihr meinen. Also nicht so süßlich wie im Horasreich, dass er abgeht, sondern er ist wirklich sehr schwer. Dunkle, kräftige Farbe. Ein gutes Bonbon, ein kräftiger Abgang. Unglücklicherweise werden wir ja morgen weiterreisen müssen. Wenn alles glatt geht. Ja, aber ich hoffe, wir schlafen in besseren Betten als nun ja zu viert in diesem kleinen Raum. Also das ist ja unerträglich. Habt ihr eben schon einmal mit Rafim in einem Raum geschlafen? Oder mit Boltax? Mehrfach, mein erster mehrfach. Es ist erträglich. Boltax ist das Schwierige. Diese Geräusche. Und diese Gerüche. Vor allem Letzteres. Nun ja, das ist doch viel besser. Und was denkt ihr, wenn wir wirklich Eleonoras Geist auftreiben und exorzieren können? Oder glaubt ihr, dass es sich immer um einen aus der Hand gelaufenes Gerücht handelt? Es könnte etwas Wahres sein, aber ich bin mir nicht sicher, wie wir nun ja die Körper und Seelen wieder in den richtigen Stellen packen können. Vor allem, was passiert dann mit der Seele von nun ja Dimiona, Die werden wir exorzieren, denke ich. nun ja, exorzieren heißt ja nur in den Limbo schicken, nicht wahr? Wenn ihr den Boltax fragt, hat ihr da andere Ansichten zu? Nun, ich. Es wäre natürlich auch möglich, den Versuch zu unternehmen, den Geist zu vernichten, aber wollen wir es darauf wirklich ankommen lassen? Nun, wir müssen auf jeden Fall eine Lösung finden, die dauerhaft und sicher für alle ist. Wir können ihren Geist nicht einfach herumstreifen lassen. Also, wie ich das sehe, ist jede erdenkliche Lösung sicherer als die derzeitige. Nun ja, nötigenfalls müssten beide vernichtet werden. Sicher, sicher. Dann könnten wir davon ausgehen, dass nichts mehr von ihr übrig ist. Nun ja, es müsste natürlich Eleonoras Seele geopfert werden, aber nun ja. Dies wäre natürlich schwer zu vermitteln, wie solche Dinge öfter sind. Tja,
manchmal geschehen halt Dinge. In der Tat. Manchmal muss man sich unglücklichen Umständen fügen. Nichtsdestotrotz sollten wir erst einmal versuchen, den korrekten Geist, den korrekten Körper zu beschaffen. Dies wäre der politischen Stabilität unseres... Der Vertido sieht sich einmal im Raum um, nennen wir es zeitweiligen Heimatlandes, zuträglich. Ja. Wie ich es verstehe, werden wir hoffentlich alle ganz Bemühungen aufhalten, bevor sie Janka erreichen. Das hoffe ich auch. Und meine Frau würde es mir übel nehmen, wenn ich etwas tun würde, was dieses Land ins Unglück stürzen würde. Ihr habt den Zorn angelassen, nicht wahr? In der Tat. Dort ist sie sicher. Janka ist kein Fleck für eine Frau. Nun, unsere Zunft sollte sich idealerweise gar nicht mit solchen Dingen aufhalten, aber ich höre, im Horasreich macht man es anders. Nun ja, das schätzt nicht manchmal die Vorzüge der Ehe. Ihr habt etwas, wofür ihr kämpfen könnt. Etwas, was ihr liebt. Herr Ventido zieht ein halbes Lächeln hoch, aber nippt dann nur ruhig an seinem Wein. Manchmal braucht man Ziele und Motivation. Ihr klingt wie jemand, den ich einmal kannte. Ich hoffe, es war ein ehrenwerter Mann, Frau. Mein Lehrmeister. Er starb in Schwarz-Zobrin. Auf der falschen Seite, wenn ihr so wollt. Nun ja, diese Art von Motivation schwebt mir nicht vor, aber... Nun ja... Es sind viele gute Geister und Männer und Frauen zu ihm übergelaufen, aus den falschen Gründen. Teilweise sogar aus den richtigen Gründen, aber trotzdem zum falschen Mann. So oder so. Jetzt ist dieser spezielle Spuk ja fast vorbei. Diese sogenannten Erben sind ein trauriges Abziehbild. Nun ja, nichtsdestotrotz dominieren sie noch in Tobrian und teilweise auch hier. Dieser Zauber in Yerkesh, wie hieß er gleich nochmal? Rasulan hieß er, nicht wahr? Mhm. Ich glaube, er ist auch einer von jenen. Einer der übrig gebliebenen. Wenn er in den Diensten der nicht gar so toten Demioner steht, dann vermutlich. So wie ich das sehe, ist samt der Sache aber auf dem Weg den Bach runter. Diese winzig kleine Paragon-Geschichte wird hoffentlich nicht halten und was bleibt dann noch übrig? Afax und... Nein, selbst Xeran ist tot. Wer lebt da drüben noch? Balfemor war sein Name, nicht wahr? Ja, man sollte ihn nicht erschätzen. Er lebte schon seit Jahrhunderten. Nun, und was hat er in den Jahrhunderten wirklich geleistet? Oh, er hat eine Dämonenmanifestation gezüchtet und sonst... Wir wissen nicht, was er getan hat. Wenn er schlau ist, verhält er sich ruhig und tut das, was er tut, nun ja, nicht in der Öffentlichkeit und verbreitet es nicht. Aber genau das ist doch der Punkt der Sache. Auf den absoluten Status quo haben diese Leute doch gar keinen Einfluss mehr. Ja. Schade um eine Handvoll Tobria, die noch am Leben sind. Aber der Rest? Die Zeiten, in denen... man selbst in der Anfang noch davon hört, wie das Mittelreich zittert vor der Furcht, dass jemand oder etwas oder dieser Drache hier und der Paktilla dort die schwarze Sichel überqueren und das Land in Schutt und Asche legen könnte, sind auch nun längst vorbei. Da mögt ihr wohl recht haben. Ihnen fehlt der Kopf, der sie alle vereinigt. Dieser ist nun ja fort. Aber die Nattern unter dem Gewand sind trotzdem noch da. Den guten Ruf der Dämonologie haben sie vorher ja noch in Grund und Boden getrieben. Nun ja, ich weiß zwar nicht, was ihr mit einem guten Ruf meint, aber... Ihr habt natürlich recht. Angefangen hat das Ganze mit Galotta, diesem Stümper. Wo wir wieder beim Anfang der Sache sind. Nun ja, angefangen hat es mit dem Dämonenmeister persönlich, aber nun gut. Die Ursachen liegen weit tiefer. Es ist das Manko der Gilden, dass sie nicht zusammenarbeiten können. Sie sind unfähig, sich über ihre Ideologien hinwegzusetzen. Würden sie wieder vereinigt werden zu einer Gilde, könnten sie viel machtvoller auftreten und
nun ja, diese Auswüchse bekämpfen. Guten Abend, darf ich mich zu euch setzen? Schau mal hoch, viel und zerstört beim Gespräch. Ein Bade, er hat eine Fiedel in der Hand. Er setzt wer sich. Wer seid ihr? Entschuldigt, wer seid ihr? Ich hörte einfach eure Gespräche über den, über Borberat und über die Heptarchen und das ist ja so interessant. Wollt ihr mir doch etwas erzählen? Wer zwei Schwarzmagier bei der Arbeit. Ganz hervorragend. Ich war eigentlich hier, um die Hexen vom Hexenwald zu studieren, aber die wollen nicht mit mir reden. Und dann, Mann, das muss Schicksal sein, dass Satinov euch zu dieser Zeit an meinen Tisch geschickt hat. Und wie kommt ihr darauf, dass wir mit euch reden wollen? Darf ich euch noch einen Wein ausgeben? Wie seht ihr, das ist schon eher meine Fahrrichtung. Ich möchte einfach nur die Geschichten von zwei Schwarzmagiern hören. Ihr verschließt euch immer hinter euren großen Toren und seid immer so mysteriös. Aber wenn man euch jetzt tatsächlich hier mal in dieser Schenke antrifft, dann lasst uns doch etwas reden. Fangen wir von vorne an. Wie heißt ihr? Answin. Answin. Ein ungewöhnlicher Name in Aranien. Das kommt daher, dass ich kein Aranier bin. Ihr stammt aus dem Mittelreich? Aus der Partien. Und euch treibt die Suche nach dunklen Geheimnissen nach Aranien? Nun seht, ich habe tatsächlich die ganze Wildermark bereist und überall Geschichten aufgeschnappt, aber diesen mittlerweile auserzählt. Und da dachte ich mir, Answin, geh doch mal nach Oron. Da soll es Hexen geben. Und Sexpartys, deswegen bin ich hier. Beides gibt es hier in der Tat. Wisst ihr, ich habe mal einen Djinn aus einer Flasche befreit. Ich habe sie geangelt aus einem Fluss und dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Und nun ja, dann hatte mich eine Hexe, hatte sie mir geholfen. Indem sie was tat? Sie hat mich von einem Fluch befreit. Der Wasserdjinn hatte mich verflucht. Mir wäre nicht bekannt, dass Djinne Leute verfluchen. Ja, deswegen ist die Geschichte besonders gut. Weil ihr sie erfunden habt? Nein, sie ist mir wirklich passiert. Könnt ihr die Narbe noch sehen? Er reckt einmal sein Kinn nach oben. Guckt mir mal genauer an, ob das gar nichts. Seht ihr, ich sage es doch immer wieder, aber mir. Vor allem mit darin müsst ihr euch genauso in Acht nehmen wie vor Dämonen. Nur will es niemand wahrhaben. Nun ja, sie sind weniger gefährlich als Dämonen, aber trotzdem unberechenbar. Hab ich euch schon von der Geschichte erzählt, wie ich im Jeremialett geklettert bin? Wir haben einen goldenen Drachen gesucht. Und habt ihr ihn gefunden? Ja, wir haben ihn gefunden. Tatsächlich waren bei der Drachenjagd sogar noch zwei Drachinnen dabei. Ganz hervorragende Geschichte, nicht wahr? Mir wäre nicht bekannt, dass Wartet nur, bis Gareth diese Geschichte hört. Mir wäre nicht bekannt, dass Kaiserdrachen mit mehr als einem Exemplar gleichzeitig auftreten. Selbst zur Paarungszeit. Ja, deswegen ist es ja so ungewöhnlich. Wie groß waren denn diese Drachen? Sie waren in Menschenform, natürlich. Ach so, ich verstehe. Ihr habt einen Drachen in Menschengröße gesehen? Ja, sie waren verwandelt. Und woher wisst ihr, dass sie Drachen waren? Naja, sie waren die Dienerin von dem goldenen Drachen. Ich hatte gar nicht erwähnt, dass es ein Kaiserdrache war. Ihr habt also doch schon davon gehört. Mir wäre auch nicht bekannt, dass Kaiserdrachen untereinander Dienerschaft pflegten. Aber mir könnt ihr mir dazu etwas sagen. Wie genau sah dieser Mensch aus? Beschreibt ihn. Ich habe schon einen Drachling schon einmal gesehen. Wolltet ihr eventuell Geschichten aus der Schwarzmagie und Dämonologie mit mir teilen? Ihr spracht eben über die Heptarchen. Sicher doch. Wovon genau wollt ihr hören? Und während ihr von ihm zugequatscht werdet, derweil die anderen in ihrem Beirutspalast. Wir lassen uns von ihm auch währenddessen gut on ausgeben. Ja, würfel der Zechenprobe. Geht so gut auch wieder. Toss a coin to your chan. Hör ich etwa Reue aus dem Mann mit KK8? Wenn's frei regnet, muss man die... Oh, das reicht fast. Ja, aber wir einen abgibt, haben wir es. Nee. Da brauche ich einen Schicksalspunkt von euch. Ich habe keinen Schicksalspunkt, ich habe mir die Kröte ausgegeben. Hast du den verbrannt?
Ich habe ihn für die Kröte rausgegeben. Oh Gott. Ich hatte dir letztes Mal gesagt, du kannst den nächste Sitzung haben. Ja, du hast recht. Sehr gut. Wenn ich erzähle mir aber wilde Geschichten aus unserem Leben auf jeden Fall. Ja, ich zeig ihm die Kröte und erzähl ihm die Geschichte. Das ist eine gute Geschichte. Wir kommen gerade aus der Vergangenheit. Richtig, ja, ich klammer halt die Gürtel des Belkele-Sache aus, aber ansonsten kriegt er genau das. Oh ja, und wir waren in dem vergangenen Jerkesh. Und seht ihr, als wir den Palast hatten, wurden wir doch für fies gemeine Eidechsendiener gehalten. Und so nehmen wir die Sache ihren Lauf, etc. Also, etc. Ich finde die Kleine ja echt niedlich. Ja, oder? Aber Frage an Frosty. Weiß ich mit Etikette oder sowas vielleicht was über diese Vesira oder die Kleine? Wie ist die da an die Erbfolge gekommen? Weil zwischendurch war da ja Iphemia. Also über die Vesira weißt du quasi nichts. Er hat garantiert nicht ihren Vorgänger ermordet. Über die Vesira weißt du nichts, aber die Kleine, das kann halt irgendjemand Adliges sein, beziehungsweise mit ehemaligen adligen Eltern. Und wenn die Eltern im Oronischen Reich gevierteilt wurden, dann waren das höchstwahrscheinlich Loyalisten, also loyal zu Aranisch, zum aranischen Thron, sonst würden sie ja nicht gevierteilt werden. Und dementsprechend kann das, also du weißt halt nicht so viel über sie, nein. Okay, das heißt, die hat wahrscheinlich die Erbfolge gekriegt, um wieder gut zu machen, dass die Eltern aus Treue zu Aranien gestorben sind. Ja, und zwar ziemlich blutig. Mhm. Ich würde mir die Vesira gerne mal mit einem Odem angucken, ob die eine Hexe ist. Ja. Oder man kann um Sinserei. Ich mag sie nicht. Ich auch nicht. Deshalb, ich lasse mir selbstverständlich dafür Zeit. Ihr haltet die Bailey vom Schlafen ab. Die hat schon ihren Kakao getrunken. Und dann kommt ihr hier rein und wollt euch das Gasthaus sparen. Natürlich mag die euch nicht. Dann hättet ihr vielleicht keine Sechsjährige zum Herrscher machen sollen. Sie ist nicht magisch. Außerdem, okay. Außerdem, der Deal könnte schlimmer sein. Ich meine, sie kann über diesen Kram hier noch eine ganze Weile herrschen und der Preis ist, sie muss ein Kind ins Bett bringen. Manche machen das freiwillig, unbegreiflicherweise. Ja, das ist halt auch eine Art von Masochismus, ne? Aber wir sind in Oron, da ist das okay. Sprach der werdende Vater. Ich hab's mir auch gerade gesagt. Ist hier vielleicht ein klein wenig Reue im Nachgang noch drin? Nein. Müssen wir deine Freundin anrufen? Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Ablenken. Und ihr könnt sehen, wie die Visiere eintritt. So, ich habe ihr gerade die Geschichte von Zwergnase vorgelesen. Extra für euch. Nun, wir hoffen, es hat sie erfreut. Hat sie. Sie schläft tief und fest. Gut, dann sagt uns doch, wie läuft es so mit dem Wiederaufbau? Nun, gerade Nahuabad bekommt viele Spenden aus Aranien. Das liegt selbstverständlich daran, dass es eine Grenzstadt ist und dass viele Pilger hier vorbeiziehen, wenn sie denn generell über das Festland die Oronische Halbinsel betreten mögen. Das läuft gut, ich meinen. Ihr wisst ja vermutlich um unsere Rolle im 35-Tage-Krieg, nicht wahr? Davon habe ich gehört, ja. Einer der ersten Rosenritter, der euch begleitet hatte. In der Tat, und dann könnt ihr euch sicherlich auch vorstellen, aus welchem Grund wir gerade diese Strecke nehmen, weil wir einmal mehr nach dem Rechten sehen wollen in Keshal Taref. Nun, nichtsdestotrotz, die Sira hatte. Nun, umso besser, wir haben ja zwei kompetente Schwarzmagier dabei, um das Ganze auszutreiben. Ihr wisst, dass es verboten ist, oder? Das ist dann selbstverständlich. Die Boronis wissen allerdings auch nicht weiter. Seht ihr, also, wir kriegen das schon hin. Es sind einfach zu viele auf schreckliche Art und Weise gestorben. Kein Wunder, dass es spukt. Korrekt. Sie sind nicht einfach gestorben, es ging darum, wie sie sterben. Wisst ihr? Wir waren da. Ich weiß es leider nur sehr gut. Wir haben einige davon retten können, aber eben nicht alle. Und deshalb fühle ich mich insbesondere verpflichtet, noch einmal dorthin zurückzukehren. Vor allem die Mabiden haben in dieser Region einen großen Zuspruch erhalten. Nun, ich hätte mir vorstellen können, dass auch die Italianer nun eine gewisse Resonanz treffen würden. Nun, vor allem die Mabiden, wie ich bereits sagte. Nun, vergessen ist wichtig, das stimmt schon. Aber die Aufarbeitung auch. Seltsam. Und der Kampf gegen die Dornenhecke muss zermürbend sein. Das ist er. Oh, wir schneiden und opfern unsere
Gärtner und Bauern und doch wächst sie wieder und wieder zu. Ihr solltet es mit Eis versuchen. Wir haben bereits vieles ausprobiert. Wir haben Geweihte aus aller Herren Länder kommen lassen und auch Zauberer und Magister und Hexen. Ja, und was habt ihr bisher so erreicht? Wir können zumindest die Hecke von der Straße befreien. Und kommt also nach Nahuabad. Nun, das ist immerhin etwas. Mehr als man zu oronischen Zeiten sagen konnte. Und ich könnte euch Serpentilio für eine Weile hier lassen. Er würde sich sicherlich mit dieser Hecke beschäftigen können und eine mögliche Lösung finden. Er ist ein ganz begabter Dämonologe, aber wir brauchen ihn leider für seine Expertise, wenn wir nach Keshal Taref reisen. Dann also, ja. Kann ich euch sonst helfen? Ja, und habt ihr in Aranien gedient oder auf der anderen Seite? Ich habe ebenso im 35-Tage-Krieg gekämpft. Oh, ihr erinnert euch vielleicht nicht an mich, aber ich habe euch gesehen, als ihr diesen Rosen-Djinn vernichtetet. Oh ja, das war nicht meine Glanzleistung. Ich gebe es zu, ich habe seine Kraft ein wenig falsch eingeschätzt und das falsche Element gewählt. Oh, aber dann kennt ihr Abelmirs Frau? Nein. Sie war bei der Stadtwache von Zorgan. Ja, viele sind bei der Stadtgarde. Ja, sie hat ganz schlecht geheiratet, ganz weit nach unten. Horasia und Schwarzmagier, schwerer Fehler ihrerseits. Aber ja, und Abelmir weigert sich, standhaft Orangenbauer zu werden. Eieiei. Und das in Aranien. Ja. Und das in Aranien. Nun, aber vielleicht, wenn ihr irgendwann mal fertig Helden gespielt habt, dann wird das sicherlich ein ganz passabler Orangenpower. Oh, ich gehe fest davon aus. Naja, also er hat schon eher zwei linke Hände. Ein bisschen klein, ein bisschen dick. Ich glaube nicht, dass das was wird. Vielleicht freundet er sich ja noch mit Straußen an und kann die ein wenig züchten. Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass er so eine gute Beziehung zu Straußen hat. Sieht doch, wie kritisch er immer auf Schnabelmir guckt. Unverständlich. Schnabelmir ist so ein lieber Vogel. Ja, und Schnabelmir gibt auch immer sein Bestes. Also wirklich. Auf jeden Fall. Ja. Ein guter Strauß. Habt ihr schon gesehen, wie er seinen Kopf versteckt, wenn Abelmir um die Ecke kommt? Ja. Oh, wisst ihr, dass Straußen gar nicht ihren Kopf in den Sand stecken? Nein, das sieht immer nur so aus, aber das ist keine Verhaltensweise, die sie wirklich tun. Ja, das habe ich von Arkos Schar gelernt. Ein guter Mann. Sehr nett. Er ist momentan in Anchopal, oder? Wir hörten zumindest davon, ja. Er soll dort wohl Krieg gegen die Novadis führen. Ja, diese unzuverlässigen Novadis. Da wollte man einmal ihre Hilfe gegen die Echsen und dann kamen vier von ihnen. Die haben gegen Drachen gekämpft und diese Novadis zu viert. Da hätte man auch drauf verzichten können. Naja, oder sie haben gedacht, es sind nur vier von ihnen nötig. Ja, sie kamen, als der Kampf schon vorbei war. Toll. Naja, sie sind halt auch Novadis. Nun, wir haben hier vor allem Probleme mit Ferkina, nicht mit Novadis. Aber dass ein Akoshar sich eher um den Süden und eine reiche Stadt bemüht hat, zum Nahuabad. Naja, wo kämpft er eigentlich gerade? Könnt ihr es mir nochmal sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. In Anchopal, nördlich der gorischen Wüste. Wer ist das denn besetzt? Ich denke, die Truppen Hasrabals. Oh, Hasrabal, den Namen habe ich irgendwo mal gehört. Aber ja, dieser dreckigen Sandfresse. Das ist ein Elementarist. Ja. Und Namensvetter von so einem berühmten Rennfahrer. Meine Cousins sind mal bei einem Rennen gegen so einen Hasrabal angetreten. Ich erinnere mich daran. Oh, ich habe auch lange nichts mehr von denen gehört. Aber tatsächlich eine interessante... Gab es denn einen Angriff der Novadis, der es erforderlich gemacht hat, Truppen nach Anchopal zu schicken? Oder war das nun ja eine Entscheidung Eleonoras? Dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Diese Kriegsgründe haben mich nicht erreicht. Aber nun, die Adligen führen halt Krieg, wie sie ihn gerne führen mögen.
Und wenn sie sagen, dass Anchopal es wert ist, dass man weiter Soldaten in den Tod schickt, dann ist dem wohl so. Ich habe mal gehört, dort gäbe es eine Lotterie. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir Frieden haben. Genug des Abtschlachtens. Egal, ob jemand Novadi ist oder Aranya, Oronia, Fasara. Ich möchte einfach Frieden. Jetzt haltet euch aber mal zurück mit eurer Zunge. Also Frieden ist ja auch nicht das Wahre. Aber Rafim, sie hat nicht ganz Unrecht. Ihr seid alles Menschen. Das ist kein großer Unterschied. Naja, ist ja auch egal. Wir können ja auch ruhig Orks jagen. Das stört mich ja nicht. Und ich denke, Aranien hat vor einer Weile genug vom Krieg gesehen. Aber nun ja, Visierer, dann seid ihr hier in einer Position, wo ihr etwas zum Frieden beitragen könnt. Ich versuche es zumindest, ja. Eure Zelte habe ich euch übrigens unten zu den Pferden hingelegt. Die könnt ihr dann morgen mitnehmen. War sehr umsichtig von euch, vielen Dank. Nun, Sulamin, wollt ihr noch irgendwelche Staatsgeschäfte tätigen, bei denen wir vielleicht nicht anwesend sein sollen? Ich meine, nun von einer Visierer zur anderen gewissermaßen. Es geht ja nicht immer nur uns was an. Sulamin sieht ihn ein bisschen verwirrt an und fragt sich, was zum Teufel er jetzt wieder vorhat und meint dann, nun, dann werde ich die werte Visierer noch nach draußen begleiten und komme dann gleich wieder.